An einem Frontabschnitt hält ein Mörsertrupp die Wagner-Söldner und die russische Armee auf Distanz. Mit dem Molot, auf Deutsch Hammer, genannten 120mm Mörser feuern sie auf die Invasoren. Gut 5 Kilometer weit können die ukrainischen Soldaten die aus Polen gelieferten Mörsergranaten feuern. Wir unterstützen damit vor allem unsere eigene Infanterie. Ich mag den Mörser sehr. Ich würde ihn nicht einmal gegen einen Panzer eintauschen wollen. Dann kommt der Einsatzbefehl über Funk. Czorny und seine Kameraden gehen in Stellung. Die Mörsergranaten liegen bereit. Czorny nutzt die Zielvorrichtung am Mörser, um das Rohr genau auszurichten. Sein Kamerad lässt die Granate hineingleiten und wirft sich dann zur Seite. Nur Sekundenbruchteile später rast die Granate den russischen Stellungen entgegen. Sie schicken hier Tausende in den Tod, es ist schwierig zu verstehen. Bald jedoch werden die Russen die nächste Gruppe Kanonenfutter losschicken und Czorny muss den Hammer erneut scharf machen.